Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem aktuellen und dem ausführlichen Wetter und dem dazu passenden Video. Beginnend hier am Strand von Maspalomas. Heute am 29. März 2024. Es ist 8 Uhr und 32 Minuten und wir haben 18 Grad. Ja, die Arbeiten hier. Die Begradigung, das Glätten ist schon wieder erledigt heute Morgen. Wir schauen mal, wie weit das Wasser wieder hochgekommen ist, aber auch wieder Sandverwehungen hier zwischen den Dünen, zwischen den Liegen, so kleine Dünenhaufen. Aber keine größeren Schäden zu sehen. Wir hatten nämlich gestern wieder recht viel Wind. Ja, an dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Teilen, fürs Abonnieren, fürs Weiterleiten an Freunde und Bekannte, für die Kommentare, die netten und vor allen Dingen auch die Beantwortung. Denn viele kennen sich sehr, sehr gut aus und geben dann auch die Antworten auf die Fragen, die da gestellt werden. Ein paar kläre ich dann für alle, das ist dann besser, die sind häufiger gestellt worden. Ja, Freitag heute ist wieder Faro-Tag, 16 Uhr. Wer dabei sein möchte, kann das gerne tun hier am Faro. Wir können uns unterhalten mit und ohne Kamera. Und da erfahre ich immer so am meisten, für mich sehr wichtig, viele Fragen und Hintergründe und eben auch die Grüße dann. Da gibt es auch die Tassen und die T-Shirts, wer es haben möchte, Harrys Tassen und T-Shirt. Und dann auch die Bilder vom Viktor, dem kanarischen Maler, der hier die Motive, wie ich sie hier sehe und zeige, malt Aquarell und richtige gemalte Bilder. Und das schon ab 15 Euro. Übrigens, die Spargelzeit hat wieder begonnen. Deswegen für diejenigen, die hier sind und Spargel essen möchten, so langsam geht es wieder los. In verschiedenen Restaurants und Lokalen und auch im Organic Food gibt es, glaube ich, ab nächster Woche wieder Spargel. Ich werde noch mal genau nachfragen. Und im Organic Food könnt ihr auch die Tassen und die T-Shirts bekommen. Das ist in der Sita, das Reformhaus, mit der besonders großen Auswahl. So, heute Morgen gehen Grüße nach München. Genau, nach München, und zwar vom David an seine Frau, die Simone, die hatte Geburtstag am 12. Und da ich ja nicht da war, konnte ich nicht grüßen, so holen wir das mal. Liebe Simone, viele liebe Grüße von deinem Mann zu deinem, ja, vergangenen Geburtstag am 12. Dann die Frage Spanisch lernen. Ja, Spanisch lernen im Urlaub oder wenn man länger hier ist oder lebt, das ist keine schlechte Idee. Und ihr habt ja bei Conny Canarias die Spanischkurse, die kostenlosen. Da könnt ihr also schon mal reinschnuppern. Und ja, wer mehr möchte, der kann sich mit ihr in Verbindung setzen. Sie kann auf jeden Fall weiterhelfen. Und zwar in jede Richtung. Das bedeutet, wenn jemand spezielles Thema braucht, zum Beispiel für die Arbeit oder irgendwelche wichtigen Sachen lernen möchte oder das normale Spanisch, dann ist man bei Conny an der richtigen Adresse. Also einfach auf den Kanal gehen und dann Fragen stellen in den Kommentaren. So, dann kommen wir zu den Wetterdaten. Ihr seht im Moment Wolken-Sonne-Mix. Um 9.15 Uhr ist Niedrigwasser und um 15.25 Uhr ist Hochwasser. Vielleicht gibt es ja heute dann auch wieder schöne Wellen. So, wir haben hier wieder drei so kleine Strandläufe. 6.55 Uhr war Sonnenaufgang, um 19.17 Uhr ist Sonnenuntergang. Temperaturen hatten wir zwischen Tiefstwerten um die 16, 17 Grad und die Höchstwerte haben wir heute so um die 26 Grad. Es ist eigentlich ein bisschen
unbeständiges Wetter vorhergesagt. Inwieweit das jetzt hier zutrifft bei uns in Maspalomas, das werden wir sehen. Ja, die Sonne kommt raus, das ist schön, angenehm. Ich zeige euch jetzt schon mal hier die Berge. Da hängen die Wolken auch ein bisschen tief. Auch seht ihr hier vorne die Abrisskante. Das bedeutet Unruhe im Wasser. Ja, viel ist es nicht, so ein halber Meter etwa. Aber der zieht sich doch ganz schön weit hin. Oder diese Abrisskante. Ja, gestern Abend haben wir ja uns noch getroffen. Zum Essen, zum Abschiedsessen von der Inge. Die jetzt wieder für ein paar Monate nach Deutschland zurückgeht. Es war sehr schön und sehr lustig. Und der Bodo war dabei, die Bea und der Martin und die Sabine. Und die haben heute Tanzkurs und haben gefragt, ob ich da nicht mal vorbeikommen möchte. Ich werde es wohl einrichten können, heute um 11 in Playa de Ingles. Und die begeisterten Tänzer freuen sich über Aktivitäten, die man machen kann, tanzen in den Hotels bzw. auch an den Orten, jetzt wie Café Mozart 2 bzw. auch woanders, und wären froh, wenn es eine ständige Einrichtung geben würde, könnte. Mal sehen, was sich da heute im Gespräch ergibt. Also, das ist noch ein Thema. Aber jetzt ist ein Erlebnis gestern Abend. Wir haben uns getroffen im Sun Club zum Essen. Wir sind da mit dem Taxi hingefahren und ich bin das erste Mal in einem Tesla gefahren. Auf der Asienreise habe ich Hunderte oder Tausende gesehen. Erste Mal in diesem legendären, naja gut. Und ich werde euch, ich habe das aufgenommen danach, wie wir im Sun Club waren, dass ich es nicht vergesse. Meine Erfahrung mit dem ersten Tesla-Auto-Besuch-Fahrt. Und ja, ihr werdet euch amüsieren, wenn ihr das seht. Mal schauen, wie lang das ist, ob ich das mit dranhänge oder ob ich das extra sende. Hat ja eigentlich nichts mit dem Wetter zu tun. Ich werde es extra machen. So, was gibt's noch? Ja, dann habe ich ja auch noch ein paar Sachen zu erledigen. Das heißt auch ein bisschen renovieren daheim, das steht auch an. Also es wird nicht langweilig, nein. Ja, auch so Fragen, die immer wieder auftauchen. Wo bekommt man was? Zum Beispiel privat wurde ich gefragt. Mensch, wo kann man denn Fernbedienungen für Autoschlüssel gut bekommen? Und nicht jetzt diese teuren Originale. Tja, gute Frage. Aber ich weiß wo. Nämlich in San Fernando. Das werde ich mal als nächstes auch so machen zur Serie. Wo bekommt man was? Dann taucht die Frage auf, wo bekomme ich gusseiserne, voll gusseiserne Töpfe und Pfannen?
Das ist auch eine Frage und der werde ich nachgehen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Mitbringsel, aber für die Menschen, die hier sind oder leben, vielleicht doch das ein oder andere Interessante dabei. Ja, der Plan B. Ihr lest ja in den Kommentaren, wie viele Menschen schon bekommen haben und wie zufrieden sie sind und eine schöne Geschenkidee allemal und ein Nachschlagewerk. Und wenn jemand ein bisschen mehr haben möchte, wie nur am Strand hier spazieren zu gehen oder zu schwimmen, zu baden, für den wäre Plan B ja genau das Richtige. Und den könnt ihr bei der Antje bekommen. In der Beschreibung ist immer die E-Mail-Adresse mit dabei. Und da könnt ihr dann euch mit der Antje direkt in Verbindung setzen. Ich werde ja auch irgendwann mal hier ein paar herbekommen und dann kann ich auch nochmal im Bild und mit weiteren Infos euch dann jetzt informieren. Könnt ihr euch, indem ihr am Ende des Videos diese kleinen Erklärungsvideos für den Plan B, ich will da nicht jetzt jeden Tag drüber sprechen, aber wen es interessiert, der kann dann am Ende so ein Erklärungsvideo sich ansehen, am Ende des Wettervideos zum Beispiel. Dann wurde ich gefragt, was man denn so mitbringt, wenn man so eine Asienreise macht. Ja, gibt es so viele tausend Sachen. Aber ein paar Sachen sind auf jeden Fall mit in den Koffer gekommen. Ich werde es auch mal aufnehmen und dann zeigen. Viel ist es nicht, denn viel dieser angepriesenen Waren ist China-Ware und die kann man eigentlich überall kaufen. Natürlich solche Anziehsachen, besondere, die nicht, aber dann die normalen T-Shirts. Nur zum Beispiel mit dem Aufdruck von Singapur oder von Da Nang. Die gibt es dann eigentlich nur in diesen Städten. So, ich werde jetzt mal ein bisschen schneller gehen noch, hier in diese Richtung. Mach jetzt aber erstmal das Wetter in Kurzform. Wenn nicht jetzt, wann dann, bei diesen besten Bedingungen am Strand zu laufen, gleiches Niedrigwasser, da muss man doch wieder mal zu Punta de Maspalomas. Das ist der Übergang von Maspalomas nach Playa de Ingles am Strand. Wann man die Punta erreicht hat, ist ganz einfach. Sobald man die Liegen und die Buden von Playa de Ingles sieht. Hier ist ein bisschen mehr Wind, aber auch nicht nennenswert. So, und zu Niedrigwasser ist das hier für mich die schönste Stelle am Strand. Denn man kann ganz weit ins Wasser hinausgehen und hat sozusagen von drei Seiten den Atlantik. So, jetzt kann ich euch sagen, an dieser Fahne hier, an dieser roten, Baden verboten heißt das. Im Hintergrund das Rio Palas. Hier ist die Punta de Maspalomas. Ja, man kann schon ein paar Meter rausgehen,
Die Wellen kommen aber jetzt von beiden Seiten und deswegen ist das Gefährliche sind die Unterströmungen, die man hier oben gar nicht sieht. So, und jetzt passt der Spruch wieder mittendrin statt nur dabei. Wasser, Wasser, so weit das Auge reicht. Auch wenn die Hose nass wird dabei, das spielt keine Rolle, die trocknet wieder. Ja, wenn man nicht gut zu Fuß ist, dann ist das so ein Ziel, dass man weder von der einen Seite noch von der anderen Seite gut erreicht. Aber man kann es ja schrittchenweise probieren. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Und das ist eben auch das Besondere. Dieser Strand ist ja nicht nur zum Baden, nicht jetzt gerade hier, sondern man kann hier laufen. Und kann auch was für seine Gesundheit tun. So, der Blick nochmal hier in die Berge. Mal auch noch ein bisschen mit Zoom. Das ist die Richtung, da werde ich nachher sein, wenn alles klappt. Am Strand, Café Mozart. Café Mozart 2. Ja, das ist das Geschehen heute Morgen hier am Strand. An einem für mich magischen Ort hier. Und dann kam die Frage, ob es denn so eine Zusammenfassung von der Reise gibt. Ja, die wird es geben, aber das brauche ich ein bisschen Zeit dafür. Da werde ich was Schönes zusammenstellen. Es sind ja unsere Urlaubserinnerungen oder Reiseerinnerungen. Und die möchte ich einmal in kurzer Form machen und einmal in einer ausführlichen Form. Dass man an kalten Winterabenden dann was zum Ansehen hat. Ja, unbeständiges Wetter hat man eigentlich angekündigt bis einschließlich Sonntag. Aber die Erfahrung zeigt, die Wettervorhersagen sind auch nicht immer zutreffend. So, wir haben schöne Wellen hier draußen und ich hoffe beim Hochwasser nach heute Mittag etwas mehr. Ja, der Wind hat also spürbar zugenommen. Aber die Wolken haben sich größtenteils verzogen.
Ja, ich habe mir gerade beim Laufen überlegt, ich werde am Ende des Videos das Erklärungsvideo für den Plan B mit anhängen und das Video mit meinem ersten Tesla-Besuch, das mache ich dann separat. Hat ja auch nichts mit dem Wetter zu tun, insofern. Ja, und immer wieder kommen auch so Fragen bezüglich der Kamera, die DJI Pocket 2 oder die DJI Pocket 3. Ich bin nach wie vor der Meinung, die 2er ist besser, das Vorgängermodell, weil sie kleiner ist, leichter ist, in der Handhabung bequemer und vor allen Dingen sie hat die Pausetaste. Und das habe ich jetzt auch gerade wieder auf Reisen gemerkt, wenn man irgendwo unterwegs ist, möchte sich schnell mal umsehen, dann muss man bei der DJI Pocket 3 einfach auf Stopp drücken, dann ist das Video, der Abschnitt zu Ende. Aber bei der Pocket 2, da habe ich die Pausetaste. Das heißt, ich schaue mich schnell um, drehe mich wieder zurück und mache dann da weiter, wo ich aufgehört habe. Und das ist für mich eigentlich sehr, sehr wichtig. Und auch wenn sie qualitative, bessere Fotos macht oder Nachtaufnahmen, die Dreier, das ist nicht so oft für mich interessant wie das mit der Pause. Also, für alle, die sich vielleicht auch überlegen, eine der Kameras zu kaufen, die sind beide gut, aber wie gesagt, der große Unterschied. Ja, und ich bin ja auch schon wieder fast zurück. Habe mein kleines Ziel, mein gestecktes Ziel, die Punta erreicht. Und jetzt geht es weiter im Takt. Ja, dann hoffen wir heute Mittag auf schönes Wetter. Tschüss. Auf schönes Wetter und Sonnenschein und wenig Wind. Das ist bei den Aufnahmen am Faro ja immer doch schon von Vorteil. So, mit diesen Bildern hier von unserem Leuchtturm Faro, da sage ich jetzt hasta luego, macht's gut. Und ja, gleiche Welle, andere Stelle. Und viel Spaß jetzt noch mit dem Video von Antje vom Plan B. Hasta luego. Thank you.